Jesus sagt provokativ, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, Matthäus 5,39. Das mit der Wange hinhalten war so gemeint, hat mir mal Pfarrer erklärt. Es gab in Israel eine Art Provokation mit einem flachen Handrückenschlag leicht auf Wange von anderen, um jemanden zu provozieren, aber nicht verletzen. Da soll man aus Deeskalationsgründen nicht zurückschlagen. Es besteht dabei keine reale Verletzungsgefahr, wegen der man sich verteidigen müsste. Punkt. Aber wenn man richtig geschlagen wird mit Faust, darf man natürlich Selbstverteidigung machen, und zwar richtig. Daran sieht man mal, man braucht immer viel Hintergrundwissen, sonst versteht man viele Dinge nicht richtig, wie dieses Bibelzitat mit Wange. Und man glaubt, man muss sich als Christ verprügeln lassen und darf sich nicht verteidigen.